Fisch. Sağdaki hangisi? Sağdaki. Soldakini çok iyi tanıyorum. Siz ne demek istersiniz? Ja, wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gestartet, haben gute Offensivaktionen gehabt. Dann bekommen wir ein unfassbar unglückliches Gegentor, ähnlich wie in Wien. Und dann ist es natürlich schwer. Und wenn dann noch was gehen sollte, dann darf das natürlich nicht passieren. Gesamt gesehen, muss ich sagen, ist es mehr als verdient, dass Fener weiter ist, auch wenn man die Gegentore ansieht. Das reicht dann halt nicht, das ist nicht genug und kann ich dem Gegner nur gratulieren. Öncelikle Fenerbahçe'yi gönülden tebrik etmek istiyorum. Çok güzel başladık bizim takım için konuşmak gerekirse. Kontra ataktan çok kötü bir gol yedik. Ondan sonra moraller zaten düştü. Çok hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe adına. Yani son derece güzel bir performans sergilediler. Gibt es Fragen an Trainer Manfred Schmidt? Martin Lang von Radio Wien Ö3. Ist es irgendwie auch ein bisschen dem Risiko geschuldet, das ihr trotzdem genommen habt, dass ihr irgendwie auch, wenn man gesehen hat, nach dem 0-2 klappt auf einmal zumindest ein Tor, also aufgegeben, das ist wahrscheinlich das wichtigste Signal, hat sich die Mannschaft nie, oder? Riske dayalı bir mağlubiyet olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani 2-0'da çok risk almanız gerekiyordu zaten kazanabilmek için. Yani bu alınan riskin bir geri dönüşümü oldu acaba bu mağlubiyet? Also ich denke, wir haben 60 Minuten ganz gut dagegen gehalten. Die Mannschaft, so wie Sie auch gesagt haben, hat sich nie aufgegeben. Aber am Ende war es dann leider doch zu wenig. Also jetzt im ersten Moment sind wir natürlich heute enttäuscht. Aber morgen freuen wir uns dann schon auf die Auslosung für die Conference League und auf 6 internationale Topspiele. Dann wird die Enttäuschung irgendwo weichen. Öncelikle ilk 60 dakika çok güzel kafa tuttuğumuzu düşünüyorum Fenerbahçe'ye karşı. Sonrasında tabii ki bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Ama bu hayal kırıklığını geride bırakıp yarına hevesli bir şekilde Konferans Ligi'nin çekilişlerini bekleyeceğiz. Yani devam ediyor bizim için. Anschlussfrage, Matilda. Ist man Fenerbahçe, das Niveau von Fenerbahçe ist, glaube ich, ganz klar zu sehen. Beinahe Champions League mit ein bisschen mehr Glück. Hätte das schon auch klappen können. Aber ist die Austria international bestandsfähig, auch in einer anderen Gruppenphase, trotz allem? Fenerbahçe'nin seviyesi çok bariz belli zaten. Çok net bir çizgileri var. Zaten kıl payı Şampiyonlar Ligi'nden döndüler. Acaba başka bir takımla oynasaydınız ya da başka bir gruba düşseydiniz farklı mı olurdu sonuçlar? Ja, Fenerbahçe ist natürlich, wie ich es auch immer wieder gesagt habe, eine internationale Top-Mannschaft mit sehr viel Einzelspielerqualität, ein Riesenkader, mit der können wir uns natürlich nicht messen. Aber ich glaube, alleine diese 2 Spiele waren für uns eine Riesenerfahrung. Mit dieser Erfahrung können wir uns weiterentwickeln. Das kann uns schon weiterhelfen, auch in der Conference League. Und zu der Frage, ob wir konkurrenzfähig sind, ich denke schon, dass wir uns weiterentwickeln werden, dass wir, wenn alle Spieler zurückkommen, alle Spieler fit sind, dass wir eine gute Rolle spielen können. Fenerbahçe uluslararası zirve bir takım. Uluslararasında çok büyük başarılara sahip olmuş bir takım. Hem kişisel olarak oyuncuları hem de genel takım kadrosu olarak. Kendimizi Fenerbahçe ile ölçebileceğimizi zaten hani düşünmüyorduk. Ama gelişmemize çok yardım etti bu. 2 maç bile, bu 2 tecrübe bile bizim ilerleyen zamanlardaki maçlarımıza çok güzel antrenman oldu. Also ich denke, dass Fenerbahçe eine Mannschaft ist, die ein gewichtiges Wort mitreden wird in dieser Liga. Ich finde sie extrem stark, so wie ich es immer wieder gesagt habe. Sie haben extreme Einzelspielerqualität. Sie haben einen sehr, sehr guten Kader zusammengestellt. Sie sind eingespielt, merkt man jetzt schon. Und ich denke, dass sie eine gute Rolle spielen werden. Zu uns selber wird es notwendig sein, dass wir das, was wir jetzt erlebt haben, diese Erfahrungen, dass wir die mitnehmen, dass wir gewisse Dinge umsetzen und vor allen Dingen
haben wir jetzt gelernt, dass einfache Fehler oder die ersten Fehler auf so einem Niveau brutalst bestraft werden. Und noch dazu müssen wir einfach effizienter werden auf diesem Niveau, weil ich denke, wir haben phasenweise guten Fußball gespielt. Am Ende, also die letzten 30 Minuten, war Fener natürlich klar feldüberlegen und hat uns dann den Unterschied gezeigt. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir in der Conference League mithalten können. Fenerbahçe'nin UEFA Ligi'nde çok ciddi bir rol alacağını düşünüyorum. Yani UEFA Ligi'nde çok ana karakterlerden olacak Fenerbahçe takımı. Öncelikle zaten çok sistematik bir oyunları var. Oturmuş oyunları, ritimleri tutuyor. Bu açıdan Fenerbahçe'nin çok büyük başarıları sahip olacağını düşünüyorum. Biz ise çok ders çıkarmamız gerekiyor. Yani Viyana takımı olarak daha verimli oynamamız gerekiyor. Özellikle bugünkü maçta son 30 dakikamızdan hiç memnun değiliz. Tamamen Fenerbahçe domine etti son 30 dakikayı ve bundan da daha verimli bir oyun çıkarmamız gerektiği dersini çıkardık. Ich denke, damit ist alles beantwortet. Wir sagen danke und wünschen noch einen schönen Abend. Danke. Teşekkürler, çok sağ olun. Okay, tschüss. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao. Danke schön.